Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Olaf Lieser von Optionsuniversum. Heute möchten wir uns mal Optionsliquidität kurz vor Verfall anschauen. Liebe Zuschauer, Optionsuniversum ist der Meinung, dass Optionsmärkte liquide sein sollten. Liquidität ist ein absoluter Trumpf, das ist ein wichtiges Auswahlkriterium für unsere Optionstrades. Wir sind da durchaus wählerisch. Und heute schauen wir uns mal eine besondere Fragestellung an. Wie sieht es denn aus, wenn Optionen kurz vor Verfall sind? Genau genommen am allerletzten Tag vor Verfall oder in den letzten Handelsstunden quasi und ein paar Tage vorher. Wir schauen uns dabei eines der liquidesten oder einen der liquidesten Optionsmärkte an, nämlich SPY, den ETF auf S&P 500. Da verfallen dreimal die Woche Optionen, jeweils abends nach Marktschluss. Und da schauen wir uns zu verschiedenen Tageszeiten einmal die Liquidität an und überlegen, was es für uns für Bedeutung hat. Noch ein Satz dazu. Unsere Regelwerke haben standardmäßig drinstehen, dass wir eine Woche vor Verfall aus den Trades hinausgehen. Wenn man aber mal drin bleibt oder das hat sowieso jeder im Prinzip nach eigenen Regelwerken. Wenn man eben doch bis zum Verfallstag hält, mit der Absicht, kurz, sagen wir mal, Stunden vor Toreschluss zuzumachen, wie sähe das dann eigentlich aus? Die Fragestellung, halten bis Verfall, Andehnung, Ausübung, da kann es manchmal auch kritische Situationen geben. Da hat Christian Schwarzkopf vor ein paar Monaten ein Video dazu gemacht. Darum soll es heute mal nicht gehen, sondern es geht einfach um tatsächlich die Liquidität der Optionen, und wenn Sie es noch nicht beobachtet haben in der Vergangenheit, dann werden Sie vielleicht überrascht sein, da gibt es durchaus Bewegung, da gibt es Änderungen und das sollte man unbedingt wissen. So, liebe Zuschauer, wir schauen jetzt auf SPY-Optionen, die heute Abend verfallen. 0 Tag Restlaufzeit. Wir haben es jetzt 16:51 Uhr unserer Zeit. Das bedeutet, dass es noch gut 5 Stunden Handelszeit sind. Wir sehen sehr gute Liquidität in den Optionen am Geld. Allerdings, wenn wir dann aus dem Geld gehen, teilweise werden sie sehr, sehr billig und dann gibt es auch keinen Markt mehr. Man kann also für 1 Cent sehr wahrscheinlich diese ganzen Optionen kaufenderweise glatt stellen. Wenn man sie verkaufen wollte, wird man nichts mehr kriegen, muss es wahrscheinlich für 0 Cent machen an der Stelle. Wenn wir im Geld sind, das ist interessant, dann ist im Moment hier, schauen wir mal den 430er Put an, der Basiswert ist bei 421 ungerade, 421,5. 430, 431, 432er Puts, die sind natürlich dann alle dementsprechend im Geld. Das sieht noch sehr, sehr gut aus. 5 Cent Spread, 6 Cent Spread. Wenn wir weitergehen, jetzt gehen wir mal auf 440, sind wir schon einiges im Geld und zwar um etwa 5% im Geld, ganz grob. Dort sieht es auch noch gut aus. Man muss dazu sagen, SPY ist wirklich der Liquiditätsweltmeister. Das kann man wirklich so nennen. Es gibt keinen Basiswert oder keinen Optionsmarkt, der liquider ist als dieser. Deswegen ist es auch ein schönes Anschauungsbeispiel. Des Weiteren gibt es hier, wie schon erwähnt, 3 Verfalle pro Woche: montags, mittwochs und freitags, vorbehaltlich von Börsenfeiertagen. Auf jeden Fall, wir sehen jetzt, das sollte sozusagen mal der erste Messpunkt sein, und kurz vor 5 oder kurz vor 17 Uhr unserer Zeit sehr gute Liquidität. Wenn wir auf der Call-Seite ins Geld gehen, dann soll das genauso sein. Gehen wir auch mal einfach um 5% oder ungefähr 20 Punkte ins Geld, sprich, wir gehen 20 Punkte tiefer im Strike, ungefähr Richtung 400 oder 401. Das ist so, ist grob geschätzt. Kommt noch nicht genau drauf an, sondern die Message lautet: Wir sehen hier noch gute Liquidität. Wir haben ja ein Spread von 6 Cent, 5 Cent, 6, 7 Cent. So weit im Geld, das ist schon nicht schlecht. Und am Geld sollte das Spread sehr, sehr eng sein. 1 Cent. Hier sieht man das auch. Das sieht ja gut aus. Ist natürlich auch nur recht wenig Zeitwert nur noch in den Optionen. Wenig Prämie. Da möchte man natürlich auch erwarten, dass der Spread natürlich entsprechend auch klein ist. Also der Bid-Ask-Spread ist gemeint. Das ist in dem Fall gegeben. So, und gleich. Ja, und als nächstes kommt ein ähnlicher Snapshot in 1 bis 2 Stunden. Bis dann. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt 2 Stunden später. Jetzt schauen wir nochmal auf die Liquidität der Optionen.
440er Put, sprich im Geld, hat immer noch enge Bid-Ask-Spreads von 5 bis 6 Cent, also wie vorhin. Und die 400er Calls, also alles circa, ich sag mal circa 5% im Geld, Puts und Calls, haben immer noch wenig Spread, sprich 7 bis 8 Cent. Ich sollte dazu sagen, wenn ich das Video an einem anderen, ich müsste es dann freitags machen, weil andere Basiswerte haben eigentlich keine Montagsverfalle, aber wenn man das mit irgendwelchen weniger liquiden Aktien am Freitag macht, dann wird es nicht ganz so gut aussehen. Dennoch ist es spannend, das mal zu beobachten. Ich werde mich in Kürze nochmal melden. Wenn wir näher an den Verfall kommen, mache ich noch mindestens zwei solche kurze Momentaufnahmen. Okay, bis gleich. So, jetzt ist es mittlerweile kurz vor 8:30 unserer Zeit. Wir schauen nochmal auf die Bid-Asks in diesem Liquiditätsweltmeister. Ich sollte allerdings den richtigen Verfall wählen. 0 Tage Restlaufzeit. Und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Das ist sehr spannend. Immer noch sehr, sehr liquide in diesem Liquiditätsweltmeister. 5% im Geld, die Puts bei 440, Markt ist bei 421,5, das sind knapp 5%. Immer noch sehr enge Spreads. Wir sind jetzt knapp 2 Stunden oder ein Dreiviertelstunden vor Marktschluss. Der Marktschluss ist hier um 22:15 Uhr unserer Zeit bei diesen Optionen, also die Extended Regular Trading Hours. Kommen wir mal auf die Call-Seite. Bei 400er Strike, das ist auch die 5% im Geld, auf der Call-Seite in dem Fall, auch noch sehr, sehr enge Spreads. Also das ist sehr, sehr gut, vielleicht auch besser geworden. Ich melde dieses selbe Video, werde ich mit einer Aktie machen, dann muss es freitags sein, weil nur die Basiswerte oder nur die Option Chains, die sich auf den S&P 500 beziehen und dann alle drei Klassen SPY, SPX und auch ES, die E-Mini Futures Options, haben montags, mittwochs und freitags derselben Woche Verfall. Ansonsten ist ja der Freitag im Aktienuniversum und auch Indexuniversum das Maß der Dinge, Freitagsverfall. Bei weniger liquiden Werten wird es wahrscheinlich nicht ganz so gut aussehen, aber der Tenor lautet, ich kann bis relativ spät am Verfallstag in SPY vorbehaltlich eines sinnvollen Regelwerkes noch Optionen handeln. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass selbst im Geld um 5% hier, das ist natürlich willkürlich gewählt, aber ich finde das durchaus repräsentativ, würde ich jetzt so ein 400er Call im Geld weniger als 2 Stunden vor Handelsschluss, vor endgültigem Handelsschluss dieses Kontraktes, würde ich sehr gut glattstellen können. Man sieht auch die Bewegung, man sieht es an dem Flackern, der Preis geht hoch, geht runter. 5 Cent Bid-Ask-Spanne und die Puts im Geld auch ungefähr im gleichen Betrag von knapp 20 Punkten, also knapp 5%. Auch hier ist es das Gleiche. Man kann davon ausgehen, dass es gut handelbar ist. Ich handle jetzt nichts, weil ich habe jetzt keine Lust, da einen Trade zu machen, deswegen, aber man sieht das schon, wer ein bisschen Erfahrung hat, der weiß, da ist so viel Bewegung dahinter jetzt. Man sieht es. Es würde kein Problem sein, eine relativ vernünftige Trade-Ausführung zu kriegen. So, das ist noch nicht die letzte Momentaufnahme. Ich werde jetzt in etwas kürzeren Abständen mich nochmal melden. Bis gleich. So, wir haben jetzt 9:30 Uhr. Dreiviertelstunde vor Marktschluss in diesem Basiswert. Nur ganz kurz, immer noch liquide. 6 Cent Spread auf der Put-Seite, 5% im Geld, Strike 440 und auf der Call-Seite Strike 400, etwa 5% im Geld, immer noch 6 Cent Spread. Bis gleich. So, wir sind jetzt 30 Minuten vor Handelsschluss der Option, also Viertel vor, das ist von mir 46, 21:46 Uhr. Jetzt weitet sich das Spread ein bisschen auf. Jetzt weitet sich das Spread merklich auf. Ich bin überrascht, wie spät es passiert, aber wir haben jetzt
Und jetzt halte ich einfach mal sozusagen die Zeit an, indem ich einen Screenshot mache, dann bewegen sich die Preise nämlich nicht mehr. Und jetzt wählen wir uns diesen kleinen Screenshot, den 440er Strike. Hier ist der Strike. Bid und Ask von 18,44 weniger 17,75, das sind 69 Cent. Das heißt, jetzt weitet sich es spürbar auf. Und wir gehen geschwind noch auf die Call-Seite. Dort gehen wir auch wieder zu unserem 400er Strike. Auch hier mache ich mal geschwind einen Screenshot. 400er Strike. Und wir rechnen es geschwind aus. 22,24 weniger 21,55. Das sind 69 Cent. Okay. Also man sieht, da weitet sich der Strike entsprechend auf. Zufällig exakt auf den Cent genau das gleiche. Das ist wahrscheinlich mehr Zufall. Aber die Aussage lautet ganz klar, dass mittlerweile eine Spread-Aufweitung ganz klar zu beobachten ist. Und man kann wirklich davon ausgehen, dass jetzt die Trade-Ausführung schlechter wird. Jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe jetzt mal näher ans Geld, nämlich um die Hälfte näher ans Geld. Dann nehme ich jetzt einfach mal den 430er Strike auf der Put-Seite. Dort haben wir ein Bid-Ask von gut 30 Cent. Hier sieht man es ein bisschen. Das wird sich jetzt zunehmend ausweiten und zunehmend schlechter werden. So, hier ist ein Screenshot, damit wir auch hier wieder sozusagen die Zeit angehalten haben. Und jetzt rechnen wir den 430er Strike. Der ist also um die Hälfte näher am Geld, aber ist immer noch am Geld. Put-Seite. 8,3 weniger 7,69, hätte man im Kopf ausrechnen können. 8,30 weniger 7,96 Dollar, das sind 34 Cent, kann man gleich im Kopf ausrechnen. Also das Spread ist nicht so weit wie etwas tiefer im Geld, aber das sind realistische Kontrakte, die es zu untersuchen gilt. Natürlich der Markt für aus dem Geld, der ist quasi längst tot. Das war er damals auch vorher schon. Und am Geld ist es noch sehr liquide. Schauen wir mal am Geld. Da sehen wir immer noch sehr, sehr enge Spreads. Nicht mehr ganz 1 Cent, aber das ist sehr, sehr akzeptabel. Aber das ist ja Glückssache. Der Markt bewegt sich ja normalerweise. Das heißt, ob mein Strike um diese Zeit am Geld ist, ist pure Glückssache. Wenn ich das vorhersagen könnte, wäre ich längst, längst, längst Multimilliardär. Dann würde ich natürlich entsprechend genau voraussagen, wo zum Verfall der Basiswert steht, mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit durch die Glaskugel. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Selbst noch der Vollständigkeit halber auf der Call-Seite. Gehen wir jetzt auf den 410er Strike. Da auch mal einen Screenshot machen. Und da haben wir jetzt eine deutliche Ausweitung. Es kann auch sogar sein, dass wir live zuschauen können, wie sich das ausweitet. Machen wir jetzt mal dennoch mal ausrechnen. 12,43 weniger 11,74, 90, wieder 69 Cent, das ist ja Hexerei hier. Aber auf der Put-Seite im Geld war es nicht 69 Cent. Deswegen, oh, das ist sicherlich Zufall. Aber es muss ja ein paar Show-Effekte für so ein Video geben. Nehme ich mal dankbar an. Kein Problem. So, und jetzt melde ich mich wieder circa um 22 Uhr. Bis gleich. So, wir sind jetzt 15 Minuten vor Handelsschluss der SPY-Option. Wir haben es jetzt also 22 Uhr. Die Glocke hat auch gerade getönt auf meiner anderen Plattform. Und jetzt wird es sehr eindeutig und darauf gilt es jetzt aufzupassen. Wir gehen wieder auf unseren 440er Strike. Dabei zu beachten, der Basiswert ist ein bisschen gestiegen. Wir waren vorher immer bei 421 Ungrad. Jetzt sind wir bei 422, ein Viertel. Das heißt, er ist sogar ein bisschen näher am Geld. Immer noch deutlich im Geld natürlich, sagen wir mal, aber nur noch gut 4% oder 4,5% nur grob geschätzt. Dennoch ist es sehr aussagekräftig, was man hier sieht. Und zwar mehreres gleich. Jetzt mache ich nochmal den Screenshot, das ist auch fürs Auge ganz gut, da sieht man, wo man hinschauen muss. Man sieht erst gleich verschiedene Dinge, wenn man gut hinschaut. Und zwar, erstens, natürlich super weites Spread, dramatisch weit jetzt, 5% aus dem Geld oder von mir ist gut 4% aus dem Geld. Fast 4 Dollar, von 16, gut 16 Dollar zu 20,
Das sind in dem Fall 3,81 $. Spread habe ich gerade mal ausgerechnet. 3,81 $. Nochmal zur Erinnerung: Anfangs haben wir mit 6 Cents angefangen. Es ist also jetzt wirklich eine riesige Vervielfachung des Bid-Asks, und eine Trade-Ausführung wird nicht mehr zum Mitpreis wahrscheinlich erfolgen können. Das ist zunächst mal auf der Put-Seite. Dann gehe ich geschwind mal auf den halben Abstand, 430, wiewohl der natürlich jetzt wirklich, der ist noch 7,5 Dollar, oder gut 7,5 Dollar vom Geld entfernt, aber im Geld. Da haben wir auch einen weiten Spread. Man sieht übrigens auch, dass sich die Preise kaum noch bewegen. SPY handelt noch, also die Option handelt noch, aber man sieht, dass die Preise sich kaum bewegen. Von 6,19 zu 9,45, das sind 3 Dollar. 26 habe ich gerade ausgerechnet. Ich mache Kopfrechnen. Wenn das nicht ganz stimmt, ich glaube, es müsste ungefähr stimmen. Genau, also da haben wir schon eine ganz klare Aussage, dass das eben entsprechend sich ausweitet. Am Geld sind wir jetzt auf 422. Wenn wir auch nur ein bisschen im Geld sind, haben wir jetzt 10 Cent Spread. Ich erinnere nochmal an die Aussagen von vorhin. Das ist natürlich Glückssache, ob ein Kontrakt, den ich irgendwann aufgemacht habe, vielleicht taggleich, Stunden vorher oder gar etliche Tage oder Wochen vorher, dass der genau am Geld ist, wenn die Option Minuten vor Verfall sozusagen sind, oder Minuten vor Handelsschluss sollte ich sagen, Verfall ist dann ein bisschen später. Da haben wir jetzt enge Spreads, aber die weiten sich auch langsam aus mittlerweile. Und jetzt gehen wir auf die Call-Seite im Geld. Da wollen wir ja betrachten den 410er und den 400er Kontrakt. Natürlich, der Basiswert ist ein bisschen gestiegen, die sind also ganz, ganz bisschen mehr im Geld als vorher. Aber hier sehen wir auch von 10,10 zu 13,82. Der Bid-Ask hat also einen Abstand von 3,72 $, etwa 2,5% im Geld. Und der 400er, da stellen wir auch wieder sehr großen Spread fest, 20 Dollar zu 23,82. Das sind 3,82 $ Abstand. Also jetzt steigt es wirklich sehr, sehr stark an. Das ist also das Zigfache, was wir ursprünglich hatten in früheren Momentaufnahmen. Und jetzt noch ein, was ich auch noch sagen wollte. Schaut mal auf die Farben. Schaut auf die Farben. Bid und Ask. Und wir können auch live schauen. Da haben wir dann die Spaltenüberschrift Geldkurs, Briefkurs. Gehen wir mal hier oben hin auf die Call-Seite. Geldkurs ist rot, sind alle in rot. Briefkurse sind alle in grün, fast alle. Hier ist eine Ausnahme. Das bedeutet auch, dass die Geldkurse fallen und die Briefkurse steigen. Das heißt, sie bewegen sich auseinander. Das ist also auch optisch unterstrichen nochmal genau das, was wir hier auch sowieso beschreiben, was wir beobachten, dass eben diese große Marktausweitung stattfindet. SPY, wie gesagt, ist ein Liquiditätsweltmeister. Ich werde dieses selbe Video mit anderen Basiswerten mal machen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass es dann früher in der Zeit passiert am Verfallstag, dass die Liquidität schlecht wird. Aber hier gilt es halt auch schon darauf zu achten, dass man nicht so lange warten sollte, bis man einen Trade entsprechend schließt, wenn man denn die Absicht dazu hat. Das wird jetzt immer schwieriger werden. Natürlich ist es auch richtig, dass die Optionen aus dem Geld längst sozusagen bei Null sind, wenn man die gekauft hat und glattstellen möchte, man kriegt nichts mehr, und das schon seit Stunden, kriegt man keinen Cent mehr buchstäblich. Wenn man zurückkaufen möchte, dann wird man 1 Cent zahlen müssen, aber dann ist man natürlich im Gewinn. Das wäre kein Problem, wenn man Stillhalter ist und entsprechend zurückkauft und nicht verfallen lassen möchte. Ja, aber die Quintessenz ist natürlich wirklich, wenn wir uns aus dem Geld bewegen, dann exponentiell stark steigende Bid-Asks-Abstände sind dann festzustellen. Und während wir hier so sprechen, ja, es ist immer noch dieselbe Größenordnung. Ich mache jetzt Folgendes: Ich werde nochmal in ein paar Minuten noch eine Momentaufnahme machen. Wir haben ja noch gut 10 Minuten Zeit für den Handel dieser SPY-Option. Bis gleich. So, wir sind jetzt mittlerweile nach Handelsschluss und wir stellen fest, dass Bid-Asks sich natürlich noch weiter ausgeweitet haben. Das gilt es auf jeden Fall zu berücksichtigen. Was man auch noch untersuchen kann, ist, ob es einen Sprung gibt, sozusagen einen Liquiditätssprung zwischen 21:59 Uhr und 22:01 Uhr, sage ich mal. Also wenn der reguläre Markt schließt, abgesehen, wie gesagt, von SPY, QQQ und ein paar anderen.
ob es dann eine Veränderung gibt. Das kann man auch untersuchen, aber es ist ganz klar festzustellen, man sollte nicht bis ganz an den Schluss warten, wenn man Optionen noch handeln will. Wenige Stunden oder gar Minuten vor Verfall sollte man vielleicht nicht zu sehr den Helden spielen. Aber man kann auch feststellen, dass SPY, der Liquiditätsweltmeister, ganz, ganz, ganz hervorragend performt hat. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin selber erstaunt, wie gut es ist. Ich beobachte das nun wirklich schon etliche Jahre. Und jetzt nicht um Recht zu haben, sondern um das einfach noch auf ein bisschen solideres Fundament zu stellen, wird es eine ähnliche Untersuchung mit anderen Basiswerten geben, insbesondere Aktienoptionen, Indexoptionen. Ich werde mir SPX anschauen, auch die E-Minis mal anschauen und dann definitiv einige sehr bekannte, hochkapitalisierte Aktien und deren Optionsmärkte und vielleicht auch ein paar mittelgroße. Und dann kann man noch ein paar mehr Aussagen treffen. Aber ich fand das jetzt mal sehr spannend. Ich hoffe, Sie auch. Und wie gesagt, es gibt hier eine Kernaussage, die man mitnehmen sollte, nämlich nicht zu sehr den Helden spielen, nicht ganz so nah an den Verfall herangehen. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie fanden das interessant. Ich wiederhole mich gerne nochmal, Liquidität ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Achten Sie darauf und bedenken Sie, kurz vor Schluss, kurz vor Marktschluss, dünnt die Liquidität immer weiter aus in den Optionen, insbesondere wenn man nicht mehr am Geld ist, also entweder tief im Geld oder weit aus dem Geld ist. In letzterem Fall kann man in vielen Fällen natürlich einfach verfallen lassen. Wenn man aber im Geld ist und doch die Ausübung oder Andehnung nicht haben möchte, dann wird es zusehends ein bisschen heikler, da eine vernünftige Trade-Ausführung für den Schließungstrade zu bekommen. Das ist gut, wenn man das vorher weiß und sich darauf einstellen kann, wenn man dann beispielsweise da halt auch einige Stunden vor Verfall glattstellt und eben nicht bis 22 Uhr unserer Zeit zum Beispiel wartet. Ja, ich hoffe wie immer, dass dieses Video für Sie sehr nützlich war, informativ war. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo auf Facebook und YouTube. Ansonsten sind wir auch aktiv auf den sozialen Medien Twitter und LinkedIn. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten, Ihr Olaf Lieser.